Kapitel 7. Der Schüler. Nun also, nachdem mehr als genug Zeit vergangen war, machten sich die beiden Brüder also wirklich auf in Richtung des Eisberges. Die Reise sollte wohl tatsächlich nicht allzu anstrengend oder schwierig werden. Das meiste war schlichter Fußweg auf gefertigten Pfaden, wobei selbst Wegweiser jeden Zweifel über die Richtung beseitigten. Der Weg war lang, aber das war auch alles, was ihn schwierig machte. Und wenn eines kein Hindernis für zwei trainierte Krieger war, wäre es ein langer Laufweg. Somit verflog die Zeit relativ schnell, auch wenn es beinahe 3 Tage dauerte, bis der Eisberg in der Ferne ins Blickfeld rückte. Kein Hindernis zeigte sich den Brüdern auf dem Weg. Doch wirklich damit gerechnet hatten sie ohnehin nicht. Das Hindernis wartete nur auf sie. Oben auf dem Eisberg. Omegon wusste genau, was er tat. Denn wie sollten 2 normale Pokémon auch ein Krieger bezwingen, den Omegon für fähig hält? Er macht sich nicht selber die Hände schmutzig. Wozu auch, wenn andere das genauso gut können? Flamme war ohnehin bereits am Zweifeln gewesen. Doch seit Simsalas Gespräch war es extremer geworden denn je zuvor. Er konnte einfach nicht mehr ignorieren, wie ähnlich sich die Prinzipien Omegons und die der anderen Weltengeister waren. Omegon war feige, da er nicht selber in den Kampf stritt, die anderen Weltengeister klug für dasselbe. War dieser ganze Krieg nicht nur ein Streit zwischen 5 Wesen, in denen jedes andere Pokémon hereingezogen wurde und wobei all die anderen kämpften und litten? Natürlich könnte er deswegen nicht die Reise beenden. Letztlich ging es ja auch um seine Heimat. Doch trotzdem konnte das Vulpix nicht anders, als die Hintergründe des Ganzen zu hinterfragen. Die Luft wurde kühler, mit jedem Schritt, der getan wurde. Doch Feuer-Pokémon störten sich hieran nicht. Der Eisberg erstreckte sich inzwischen vor ihnen in den Himmel. Doch obwohl von hier ohnehin keine Pokémon sichtbar sein könnten, strahlte er bereits eine seltsame Einsamkeit aus, die dieser Ort nicht haben sollte. Gengar und Simsala hatten bereits angekündigt, dass eigentlich viele Pokémon dort lebten, doch die meisten hatten sich entschieden zu fliehen, als Omegons Krieger sein Antlitz gezeigt hatte. Natürlich war es für den Lebensraum als solchen schade, aber für Flamme weniger Leute, mit denen er sich abgeben müsste. Außerdem wäre es deutlich simpler, Vulnonas Schüler zu finden, wenn man nicht erst herausfinden müsste, welches von unzähligen Pokémon er denn war. Allerdings bestand eine gewisse Gefahr, dass Omegons Krieger ihn entweder vor dem Schüler begegnete oder vielleicht eine schwierige Entscheidung bevorstehen würde. Was, wenn Omegons Krieger sich als der Schüler ausgab? Niemand hatte ihm irgendetwas über das Pokémon erzählt, das ihm hier helfen würde. Aber andererseits, vermutlich würde das Äußere schon genügend verraten. Der Schnee knirschte, inzwischen unter Flammes Füßen. Der Boden verlor seine Ebenheit, als es langsam, aber stetig bergauf ging. Doch das Ziel war noch sehr weit entfernt. Vulnona lebte auf der Bergspitze. Und jene war von dort, wo sich die beiden Brüder befanden, nicht einmal sichtbar, da die Wolken tiefer hingen, als der Berg sich erstreckte. Mit Glück würde ein ewig langer Aufstieg folgen, bis hinauf zu den Wolken. Mit Pech war der Eisberg über der Wolkendecke noch nicht einmal halb am Ende angelangt. Aber auch hier war alles wie immer auf der Reise. Relativ egal, durch mussten die beiden sowieso. Doch jedes letzte bisschen Sicherheit über ihren Pfad verließ Flamme schon bald.
als sie erste Spuren anderer Pokémon auf diesem Eisberg fanden. Denn diese Spuren waren alles andere als kleine Fußabdrücke, die den Weg nach oben einschlugen. Die felsigen Wände einer kleinen Schlucht inmitten des Berges waren durchzogen von Spuren eines Kampfes. Ganze Felsen schienen gesplittert. Riesige Kratzer durchzogen andere. Der Schnee zeigte immer noch leichte Spuren von großen Fußabdrücken. Trotz des unabwendbar fallenden Schnees. Teilweise fanden sich rote Spuren, vermutlich Blut, kombiniert mit weißen Fellfetzen. Und das ist alles die Schuld von dem Pokémon, das Omegon euch geschickt hat. Was du nicht sagst, Inferno! Hast du sonst noch irgendwelche tollen Tipps? Keine, die dir gefallen würden. Was hast du denn erwartet? Dass Omegon ein Wampel schicken würde? Nein! Aber ich versuche immer auch zu verstehen, wie du denkst, dass wir hier irgendetwas ausrichten könnten. Nun, wenn du dich so umguckst, siehst du, dass es offenbar schon jemand geschafft hat, einen Kampf zu liefern. Wenn am Ende auch erfolglos. Und wenn ich raten müsste, dann würde ich sagen, dass ihr genau dieses Pokémon gerade sucht. Flamme realisierte die mögliche Wahrheit dieser Worte. Aber sie waren ihm eher ein Graus als eine Ermunterung. Er starrte auf einen der rot befleckten Felsen. Und was, wenn wir ihn nicht mehr finden können? Wenn wir zu spät dafür sind, weil Omegons Krieger schneller war. Kurz folgte Stille. Doch auch eine schnelle Antwort. Damit will ich nicht rechnen. Weder wird der Schüler lebensmüde sein, noch ist er Omegons Ziel. Wahrscheinlich hat er sich zurückgezogen, als er gesehen hat, dass sein Kampf verloren war. Und wenn nicht, dann war er zu leichtsinnig, als dass er je eine Hilfe hätte sein können. Gut, also keine sinnvollen Tipps mehr. Flamme wandte seinen Fokus wieder auf die Umgebung um sich. Und was machen wir jetzt? Was denkst du? Wir folgen den Spuren. Wer sollte hier gegen Omegons Krieger gekämpft haben, wenn nicht wohl nur das Schüler? Wir müssen herausfinden, wohin er geflohen ist. Und wie? Wir sind nicht zum Spurenlesen im Schnee trainiert worden und... Und jetzt erklärt ihr mir, warum er mich sucht. Die Stimme ließ die beiden Brüder aufschrecken und aufblicken. Oberhalb der Schlucht, auf einer der Wände, stand ein Umriss, mitten im Weg der Sonne, sodass Flamme nicht erkennen konnte, was für ein Pokémon es genau war. Gehört ihr zu diesem Kerl? Ohne zu antworten, zog Flamme den Löffel Simsalas aus seiner Tasche. Das Pokémon sprang hinab von seiner Anhöhung, landete jedoch etwas unsanft. Offensichtlich hatte er seine eigenen Verletzungen unterschätzt. Das Pokémon, welches nun gegenüber der beiden Brüder stand, überragte sie beide größentechnisch ein wenig. Der Körper des Vierbeiners war von weißem Fell überdeckt, abgesehen von einem schwarzen Gesicht und einer schwarzen Sichel, welche von seinem Kopf abstand. Verwirrt blickte dieses Pokémon Simsalas Symbol an. Wollt ihr mich verarschen? Ist das ein Löffel? Soll mir das irgendetwas sagen? Siehst du, Sol? Simsalas hilft uns ein Scheißdreck. Warum sollte irgendjemand ein Symbol in einem verdammten Löffel erkennen? Nun blickte das Absol den Gegenstand wieder genauer an. Sag das doch gleich, Mon. Das Teil ist von Simsala. Er hat euch geschickt. Ich würde nicht geschickt sagen. Wir müssen wohl Nona sehen und er hat uns das Ding als Zeichen gegeben. Immer noch misstrauisch beäugte das Absol die Brüder. Irgendwo glaubte Flamme schon zu verstehen, warum Pokémon dieses Pokémon nicht mögen würden. Und gleichzeitig machte er sich wohl die Hoffnung, selber vielleicht mit ihm auskommen zu können. Ihr müsst wohl Nona sehen. Laut Simsala. Ich will euch ja nicht aufhalten, aber ihr wisst, dass das im Moment schwierig wird. Das ändert nichts daran, dass wir es müssen. Und wir hatten eigentlich gehofft, dass du uns helfen könntest. Nun
wandte das Unheils-Pokémon seinen Blick kurz ab. Können und wollen, das sind hier zwei Dinge. Ich würde euch helfen, aber bezweifle, dass ich irgendwas machen kann. Dieser Kerl, den Omegon hierher geschickt hat, ist mir definitiv eine Nummer zu hoch. Ich habe ja schon mal versucht, gegen ihn zu kämpfen. Und das Resultat seht ihr hier ja. Trotzdem kannst du es doch versuchen, oder nicht? Ich meine, ja. Aber glaubst du wirklich, ich könnte etwas ausrichten? Gerade wo meine Verletzungen immer noch gerade erst am Verheilen sind. Dann warten wir ihm ein paar Tage. Sol versuchte gar nicht erst, seine Überraschung zu unterdrücken. Du willst warten? Mehrere Tage lang? Neulich warst du nicht einmal bereit, eine Nacht zu warten. Nicht einmal für Schlaf. Woher dieser Sinneswandel? Noch ein Treffen mit Semsala hat von Grund auf sinnlos gewirkt. Hier sehe ich schon eher eine Notwendigkeit. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht weiter. Anders als wir es zum Eisberg gekommen sind. Oder willst du diesmal weiter? Nein, mich wundert nur, dass du es nicht willst. Und bekomme ich auch noch ein Mitspracherecht bei der Sache? Nicht wirklich. Du sagtest, du würdest helfen wollen. Dafür brauchst du aber noch etwas Zeit. Also warten wir ab und du hilfst uns. So einfach ist das. Ist es das? Und ihr habt was vor in der Zeit? Einfach auf dem Eisberg rumrennen, in der Hoffnung, dass euch Omegons Kerl nicht über den Weg rennt. Mir scheint, dass ihr hier einige Variablen überseht. Nun, daran gab es nichts zu widersprechen. Denn im Prinzip war genau das, was geschehen war. Aber bevor wir hier weiterreden, wer zur Hölle seid ihr beiden, dass Simsala euch Zugang zu Vulnona gewähren möchte? Sol und Flamme! Erstere ist das Fukano dort, zweiterer bin ich! Ach du meine. Als hätte ich nicht genug Scheiße am Hals. Dies war eine Reaktion, die Flamme alles verriet, was er wissen musste. Du kennst die Sage. Wenn die Zeit unvergangen wird, werden 6 Teile der Flamme den Sturz des Himmels verhindern und eine neue Ära einleiten. Soll das wirklich heißen, dass du damit gemeint warst? Vulnona hat Jahrzehnte gewartet auf einen unentwickelten Artgenossen. Scheint so. Wenn sie etwas anderes erwartet hat, Pech für sie. Also, hast du sonst irgendwelche Ideen, was wir machen könnten? Das Absol schien wirklich nicht zufrieden mit der Ausgangslage zu sein. Doch er kannte die Situation genau. Also, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder gehen wir direkt weiter und hoffen, dass wir irgendetwas ausrichten können, wenn wir Omegons Krieger treffen. Oder ihr kommt erst einmal mit zu meinem Versteck. Ausnahmsweise schien es hier wieder einmal um eine Entscheidung zu gehen, bei welcher sich Sol und Flamme nicht völlig widersprachen. Dann bring uns erstmal zum Versteck. Es hat keinen Sinn, direkt weiterzureisen. Davon gewinnt niemand etwas, außer vielleicht Omegon und Konsorten. Na, meinetwegen. Aber ich mache das nur, weil ihr beiden Teil der Sage seid. Klar. Deine Motivation kann uns relativ scheißegal sein. Aber weißt du, was mir nicht egal ist? Du hast uns schon ausgefragt, aber dich selber gar nicht vorgestellt. Der Blick, den Flamme welchen hierfür empfing, schien zornig. Doch nur auf den ersten Blick. Anschließend entdeckte das Vulpix tatsächlich so etwas wie Amüsement. Ich meine, Unrecht hast du nicht. Aber viel vorzustellen habe ich ja auch nicht. Nennt mich Absol, das reicht. Ohne auf weitere Fragen zu warten, lief das Pokémon los, offensichtlich erwartend, dass die beiden Brüder ihm folgen würden. Was sie auch taten. Aber nicht ohne dabei weitere Fragen zu stellen. Warum musstest du eigentlich ein Versteck errichten? Lässt dieses Pokémon dich nicht einmal mehr zu Vulnona reisen? Einerseits, nein, das tut er nicht. Andererseits, ich lebe in dem Versteck. Ich meine, soll ich nirgendwo leben? Nein, aber ich dachte nur, nun, du bist Vulnonas Schüler. Lebst du nicht irgendwie auch in ihrer Höhle oder zumindest in der Nähe?
Oh, Arzeus, nein, danke. Nur weil ich hier Schüler bin, lebe ich doch nicht da oben. Das fehlt mir gerade noch nicht einmal, nachts Ruhe zu haben. Klingt nicht gerade, als würdest du gut mit deiner Lehrerin auskommen. Versteh mich nicht falsch, Flamme. Ich komme sehr gut mit Vulnona klar. Sie ist eine gute Lehrerin und ich schulde ihr viel. Aber sie ist nun mal eine Weise und versucht mir alles Wissen zu vermitteln, was sie hat. Sich von ihr unterrichten zu lassen, ist anstrengend. Außerdem, trotz allem, bin ich Einzelgänger. Ich lebe und jage alleine. Du jagst? Was zur Hölle soll ich denn sonst hier oben auf dem Eisberg machen, dir nach? Mit was bestellen, Kunst zum Laden gehen. Ich jage im Winter und im Sommer baue ich Nahrung an. Das nennt sich natürlicher Kreislauf. Ich schätze schon. Auf einem Eisberg reichen Pflanzen wohl nicht alleine zur Verpflegung. Ist das der Grund, warum dich die Pokémon am Pokémon-Platz nicht mögen? Dass du jagst? Als Abso diese Worte hörte, schreckte er kurz auf. Was sie da unten sagen, ist scheißegal. Es liegt nicht an der Jagd, aber woran es liegt, braucht euch nicht zu interessieren. Sie verstehen meine Geschichte nicht, sie verstehen mich nicht. Aber wer tut das schon?